Hallo und herzlich willkommen zurück zu OMSI 2. Ja, wir fahren heute mal Krefrath V3, und zwar die Linie 52 von Bülzberg U zum Wilhelmplatz mit Doppel-L. Und wir tun das kartenbedingt mit einem schönen alten Alta Solaris mit getrennter Frontscheibe. Die habe ich mir mal wieder rausgepackt, da hatte ich mal wieder Bock drauf. Den müssen wir nur noch aufrüsten und dann irgendwie Richtung Abfahrtsstelle fahren, aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Auch wenn ich mir gar nicht ganz sicher bin mit dem Almex, weil lange nicht gemacht, aber das wird schon. Ja. Machen wir wie ein Profi erstmal Standgas geben, was man natürlich nicht machen sollte, aber ne, was willst du machen? So, was fahren wir? Wir fahren Linie 52, ich hoffe mal auf Route 1, ich bin mir da nie sicher. Werden wir gleich sehen. Wunderhübsch. Zweimal bestätigen. Und es war falsch. Verdammt. So, reicht schon gerade mäßig, ne? Ja, so ist besser. So. Jetzt passt's. Dann machen wir hier gleich mal das Funkneil, ne? Aber das nehme ich schon mal weg, dann brauche ich da nicht mehr dran denken. Und wenn alles gut klappt übrigens, was ich hier gerade mir so vorgestellt habe, dann nehmen wir das jetzt auf und es kommt 5 Stunden später. Also es ist gerade Sonntag, der 2.12. An diesen Stellen einen wunderschönen ersten Advent. Weil genau das ist es. Und ja, ich hoffe, das Video kommt heute auch noch. Ich muss das dann gleich schnell in den Renderer werfen und dann hochladen. Aber das sollte alles klappen, wa? So, wie ging das hier nochmal? Licht an. Gang rein und mal gucken. Fährt. Finde ich gut. Ich hoffe, das war der richtige Steig. Ja. So. Wir haben auch noch bis 15.05 Uhr Zeit. Das heißt, wir stellen jetzt einfach mal vor. Ne? Dann dürfte der Kollege hier auch weg sein. Siehste? Läuft. Das ist auch eh der Pausenplatz. Das heißt, wir müssen jetzt eh vorziehen. Aber das kriegen wir hin. So. Ach, der Solaris ist schon schön. Muss ich immer wieder sagen. Ach, ich konnte mal reales Wetter einstellen. Momentchen. Das wollte ich noch machen eigentlich. Habe ich Dortmund hier noch drin? Nee, nehmen wir Berlin. Ich weiß nicht. Ich hoffe, jetzt in Berlin regnet es nicht. Regen ist nämlich auf dem Solaris nicht so toll. Rein optisch. Aber das ist alles kein Problem. So, jetzt... Weiß ich nicht, war das hier eine Kontaktschaltung? Ich glaube nicht, ne? Ist auch egal. Auf jeden Fall können wir jetzt fahren. Und hier mal ein paar Leute einsammeln. Aber nicht allzu viel. Ist ja auch logischerweise der Sonntagsfahrplan. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Moinsen. So. Und off we go. Wie lange ist die Linie eigentlich? Bis 3, ja, 25 Minuten. Das ist eine Folge, sag ich mal. Weil das ist eben nur schnell, kurz mal produziert, damit ich was hab. Ja, also, das ist jetzt nichts Tiefgreifendes. Aber ich dachte mir, es ist vielleicht mal schön, wenn mal regelmäßig Videos kommen. Und dann mache ich auch jetzt nicht in Schwulitäten kommen mit der Folge 100, die ja ansteht, wo was geplant ist. Mittlerweile ist tatsächlich was geplant, das ist nur noch nicht umgesetzt. Wir arbeiten dran. Guten Tag. Hallo. Einmal Schüler, bitte. Bitte sehr. Guten Tag. Tag. Einmal Schüler, bitte. Bitte sehr. Nee. Ja, Krefrath lange nicht mehr gefahren, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, Let's Play technisch. Ich glaube, das ist nicht so die häufigste Karte. Die V3 sowieso irgendwie nicht, weil da habe ich nur, glaube ich, mal die ganzen neuen Linien, sage ich mal, abgeklappert. Die alten dann sträflich ignoriert. Und heute habe ich mir eine Karte gesucht, wo die Linien nicht ganz so lang sind.
wo man mal eben schnell so einen One-Take aufnehmen kann. Und da kam mir Krefrath ganz zu Pass. Sagen wir es so. Machen wir schon mal ein bisschen Licht an, ist ja schon ein bisschen schwummerig hier. Ja, schaffen wir. Ganz entspannt. Ja, gestern hatte ich auch wieder einen ganz tollen Busfahrer, beziehungsweise in diesem Fall eine ganz tolle Busfahrerin, die dann erstmal auf dem Weg zweimal über Rot gefahren ist. Was ich auch sehr erquickend fand. Vor allen Dingen an den falschen Stellen. Also es gibt ja Ampeln, wo ich sage, ja gut, ne? Wenn du da so mit Gelb auch rüber schwankst, ne, dann ist halt schon hinten rot. Aber passiert halt nichts. Aber das war halt leider nicht mehr knapp gelb, ne? Das war schon extrem. Werde ich auch gleich noch was zur DSB hinschreiben. Weil es gibt Dinge, ne, da reagiere ich sehr allergisch drauf bei Busfahrern. Und über Rotfahren gehört da definitiv zu, genauso wie Handy am Steuer. Da bin ich auch sehr allergisch drauf. Tach. So, wie war das? Heißt ein minus 1 in dem Bus wirklich minus 1? Ja, gut. Dann haben wir jetzt, 2 Minuten Pause. Hier an der wichtigen Haltestelle Nordfallstraße. Soll das so dunkel sein hier? Da ist da einfach gar nichts. Ja, gut. Ist eine Variante. Ist hier ein Bahnhof in der Nähe? Nee, nur 2 rote Signale. Ach, da ist ein Bahnhof, oder? Oder ist das nur eine Textur? Ne, das ist ein Bahnhof. Passt. Nicht in den Bus. Der steht sogar gar nicht mal so schlecht. Bin ich ja selber überrascht. Hier ist irgendwie alles rot, ne? Hier darf gerade gar nichts fahren. Fährt denn hier noch lang? 52, 53 und der Nachtexpress. Hübsch, hübsch. So, gucken wir mal rein, wie es aussieht. Quittieren wir mal einmal und dann würde ich sagen, fahren wir mal weiter. Ne? Wie gesagt, vielleicht nehme ich danach auch noch was auf, das weiß ich noch nicht, aber ich wollte jetzt erst eine Folge, wie gesagt, haben für den Sonntag, also für heute. Damit ihr was zu gucken habt und damit mal wieder regelmäßig Videos kommen. Ich habe da ja auch ein bisschen Anspruch an mich selber und mir geht das im Moment ein bisschen auf den Sack, dass das irgendwie so lange wieder unregelmäßig war. Da wollen wir mal ein bisschen Struktur reinbringen. Bei Dishonored wird's klappen. Das weiß ich jetzt auf jeden Fall. Ich habe vorproduziert bis Folge 21. Und das ist noch nicht das Finale. Also da kommen noch ein paar Folgen. Aber da ist auf jeden Fall jetzt erstmal Stoff da. Das muss jetzt nur immer pünktlich rausgehauen werden. Gestern hat das gut geklappt. Da habe ich nämlich den Tag davor dran gedacht. Aber das Online macht im Moment auch extrem viel Spaß. Aber ich nehme halt auch nachts auf. Das ist halt ein bisschen doof für mich. Weil tagsüber habe ich da selten Zeit zu. Deswegen ist das häufig nicht ganz so toll von der Tonabmischung her, weil ich halt nachts nicht hier laut reden kann. Einfach gebäudebedingt. Guck mal, schon wieder rot, das Signal. Das ist ja hervorragend. Vielleicht wird übrigens demnächst mal der Umsi-Slot teilweise mit Trainsim besetzt. Da muss ich mal gucken, wie das alles passt. Upsi. Hallo. Aber Umsi geht natürlich immer. Guten Tag. Hi. Ich brauche nur eine Kurzstrecke. Danke. Ja, das ist gut. Eine Einzelfahrt bitte. Danke sehr. Je schneller du wieder aus dem Bus raus bist, desto besser ist das. So, flupp und ab. So, haben wir noch Kaffee hier? Ah, verdammt. Das Grundnahrungsmittel jedes Informatik- oder Mathematikers. Kaffee. In beliebiger Substanzierung. Ich trinke meinen ganz gerne mit Milch.
Aber das ist wie immer Geschmackssache. Warum ruckelt der Bus? Ah, okay. Komisch Gas gegeben scheinbar. Ich muss auch mal eine Karte wieder fixen. Ich wollte vor ein paar Tagen mal Waldhofen aufnehmen. Hab auch geladen. Ja, und dann war alles weiß. Ich habe das Gefühl, da ist irgendwas in der Parkliste zerschossen. Hallo. Da muss ich mal ein wenig rumhantieren. Da hatte ich den Tag nur keinen Bock drauf. Ja, und demnächst wird natürlich in OMSI auch mal wieder ein bisschen mehr gezeigt werden. Ich denke mal, da werde ich auch mal wieder ein paar Folgen mehr bringen, weil im Dezember soll ja Version 2 von Ruhrau kommen. Und da freue ich mich drauf. Ich glaube nicht ganz zu Unrecht, weil ich habe vorhin noch den Trailer gesehen. Endlich mal. Und das wird schon, glaube ich, eine schöne Karte. Ich freue mich da sehr drauf. Da wird es dann wahrscheinlich auch den einen oder anderen Stream zu geben. Das muss ich allerdings dann noch ein bisschen timen. Aber kriegen wir alles hin? Ich wollte gerade schon einen Schluck trinken. Hab jetzt halt Wasser hier, keinen Kaffee. Schade eigentlich. Ah, so. Wunderhübsch. Ein wunderschöner Schmetterling. So. Der Taubenanger. Aber wie gesagt, selbst wenn das jetzt eine halbe Stunde Folge wird, ich werde das jetzt nicht cutten, sondern ich schmeiße das gleich einmal in Shotcut und dann lade ich das hoch. Oder je nachdem, wie groß es ist, kann ich es eigentlich auch so hochladen, aber gerendert ist dann immer schon ein bisschen schöner. Und dieses Mal dürfte es auch, wenn alles gut läuft, ein 60fps-Video sein. Weil ich habe das erste Mal, glaube ich, mit den UHD 60fps-Einstellungen jetzt aufgenommen bei OMSI. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Muss man mal schauen. Ich habe da eine ganz gute mittlerweile Einstellung gefunden für sehr gute Qualität, meiner Meinung nach. Wenig Tearing, aber gleichzeitig relativ kompakt im Sinne von wenig Speicherplatz verquarkt. Das ist eigentlich eine ganz angenehme Sache. Gerade wenn man so 21 Folgen Dishonored vorproduziert. Und dann nicht unbedingt die 200 Gigabyte an Videos darum haben will. Aber mit Dishonored habe ich jetzt ja eh noch ein relativ langes Projekt vor mir, weil da kommt jetzt nach dem Hauptspiel, kommen erstmal die beiden Story-DLCs. Dann kommt Dishonored 2, soll ja auch nicht gerade kurz sein. Und dann kommt noch Death of the Outsider. Der quasi Story-DLC zu Dishonored 2, der aber kein DLC, sondern ein eigenes Spiel ist. Man weiß es nicht ganz genau, was da jetzt kaputt ist, aber das ist so der Plan mit dem Projektchen. Und das wird mich bestimmt noch. Wird mich bestimmt noch ein paar Monate in Anspruch nehmen. Aber es macht halt auch sau Spaß mal wieder. Und dann habe ich noch ein anderes Singleplayer-Projekt, was ich mal in Angriff nehmen will, was ich allerdings erst einmal so durchspielen möchte, weil wenn ich das euch so präsentiere, wie ich es im Moment spiele, im Lernmodus, dann werdet ihr da nicht viel Spaß haben, weil besteht aus sehr viel Trial and Error und Versuch macht klug, ne? Will heißen F5, F9, beziehungsweise in diesem Fall ist es F8. Upsi. Danke. Hallo. Hi. Ach du Scheiße, wie siehst du denn aus? Ganz schön blass um die Nase. So. Weiter geht's. Nächste Woche ist dann ja auch mal, also übernächste Woche ist dann auch mal wieder F1-Aufnahme. Das brennt dem James ja unter den Nägeln. Zu Recht. Hab auch mal wieder Bock drauf, nur keine Zeit. Und bevor jetzt jemand kommt, ja, aber Dishonored kannst du aufnehmen. Ja. Nachts. Um 11.
will sagen, wir haben ja schon komische F1-Aufnahmezeiten, ne? Das wird euch der Julian bestätigen können. Aber wenn ich Singleplayer-Projekte aufnehme, sind die Aufnahmezeiten nochmal komischer. Weil einfach nicht mehr christlich, im Sinne von, ne? Das will ich auch keinem antun. Ne? Und dann ist das irgendwie auch nachvollziehbar, dass im Moment tatsächlich mal wieder ein bisschen Projekt kommt, aber eben gerade ein bisschen. Ja gut, ihr merkt nichts davon, dass wir quasi gerade einen kleinen Folgenstau haben, aber sagen wir es mal so, es sollte mal wieder was gemacht werden. Machen wir auch. Schieß mich tot. Keine Ahnung. 14? Weiß ich nicht mehr. Irgend so ein krummes Datum da. Aber bis Weihnachten seid ihr auf jeden Fall mit Formel 1 versorgt. Bei den anderen drei. Bei Tobi, bei James und bei Julian. Und ich glaube, die letzten beiden, die werde ich auch mal bei mir auf dem Kanal jetzt verlinken demnächst. Weil ist ja schon einfacher, als über jedes Video klicken zu müssen. Muss ich mal gucken, muss ich mal machen. Hat Tobi, glaube ich, auch, wenn ich mich nicht irre. Das passt dann schon. So, was ist das hier jetzt wieder? Die Blinkorgie nach Tambukistan. Oder wie darf ich das interpretieren? Habe ich Pause? Nö, passt alles. Bin ich relativ pünktlich gerade. Flupp. Guten Tag. Oh, das sieht sogar echt aus wie so eine Dortmunder DFI-Anzeige. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Ja, das freut mich. Dann nimm dein Ticket. Und fahr auch nur drei Stationen, ne? Ja, passt, passt. Vielleicht werden es doch zwei Parts. Ich habe das irgendwie unterschätzt, dass das irgendwie so lang ist. Das sind schon 17 Minuten, ja. Dann habe ich natürlich gelogen in den ersten 17 Minuten. Und mal gucken, mal gucken. Dem Renderer ist es egal, ob ich dem jetzt sage, mach bei 20 Minuten Cut.